glaube, doch, ich ihr möchte wollt wieder es. zu zweit dahin gehen. Eine Ach, sehr gute Raffi. Idee. Das hat ja letztes Mal so gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie das geendet ist. Und es endet dann damit, dass ihr in einen Hinterhalt gelaufen seid, nicht wir. Vielleicht sollten wir alle gemeinsam zum Hafen gehen und diese Efertis suchen. Seht ihr, aber mir hat noch Sinn und Verstand im Leib. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir nicht korrumpiert, sondern nur verrückt sind. Also normale Efertis. Glaubt ihr, dass, wie viele Kultisten auch immer am Hafen sind, die perfekte Donaria eines Efert-Geweihten da liegen lassen? Eher das glaubt nicht. Ihr? Nein. Die Götter halten stets ihre schützende Hand über die Rechtgläubigen. Naja, dann könnt ihr ja mal versuchen, in eine Paktiererstadt reinzulaufen und dann sagt ihr, Prios hält seine schützende Hand über mich und dann guckt ihr, wie lange das hilft. Ich glaube, Prios hält seine Hand schon länger nicht mehr über Yalan. Oh, ich dachte, dass du ja wohl die Klappe hältst. Ja, also, wenn ich dich erinnern darf, Mendena. Ich aber dich erinnern auch. Darf, ist mir das egal. Du klingst aber nicht gerade so, als wäre dir das egal. Yalan, möchtest du darüber reden? Nicht mit dir! Möchtest du mit Abelmir darüber reden? Ja. Na, nicht Was? Jetzt! Was? Punkt ist, Punkt ist jedenfalls, wir sollten uns darum kümmern, bevor die ganze Sache in den Bach untergeht. Entweder sind es wahrhaftige Effort-Geweihte und sie können uns wahlweise helfen oder zumindest mehr sagen, oder es sind irgendeine Spielart von Paktierer und wir sollten sie loswerden, bevor sie sich den Kultisten anschließen können. Auf die eine oder andere Weise ist nichts dadurch zu verlieren. Naja, also wir sind dann am Hafen, am Wasser. Und wir waren gestern auch schon am Hafen und alles war gut. Ja, das ist ja ein Argument, also, boah. Wenn ihr aber jetzt beeindruckt, seid ihr da alleine Wann ist der Sohn des Chor zu einem feigen Weichei geworden? Der Sohn des Chor ist ein verdammter Planer und kein Vollidiot. Offensichtlich nicht. In das Hafenbecken zu laufen ist, da können wir uns einfach selber die Pulsadern aufschneiden und gucken, wie lange das gut geht. Und dann könnt ihr ja hier bleiben. Nun, ich dachte auch nicht direkt ins Hafenbecker selber zu steigen, sondern am Hafen zu schauen, ob wir sie finden. Also, wenn wir zum Hafen gehen, sollten wir auf jeden Fall für den Fall gewappnet sein, dass wir von den Kultisten angegriffen werden. Also können wir nicht nach den Geweihten, potenziellen Geweihten sehen, bevor wir nicht bereit sind. Ich kann euch Rückendeckung geben, von einem Dach aus. Ich weiß nicht, ob alle gleichzeitig angreifen würden oder wir nur die Aufmerksamkeit von einigen wenigen auf uns ziehen würden. Ich glaube aber nicht, dass sie alle direkt auf uns zumarschieren. Auch wenn wir mit 5 Leuten in den Hafen gehen. Ich kann theoretisch, wie gesagt, eine Wand aus Erz erschaffen, um uns eine Engstelle zu verschaffen. Das hilft uns vielleicht beim Kämpfen, wenn es wirklich so viele sind, wie ihr sagt. Naja, also ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir, glaube ich, 2 Tage in dieser Stadt sind. Und das letzte Mal wurden wir überfallen und ich habe 8 gute Männer und Frauen verloren. Und jetzt wollt ihr zu 5 ins feindliche Territorium laufen. Nein, nein. Das ist euer Plan. Ich bin voll bei dir, Raffi. Ich halte das auch für keine gute Idee, an den Hafen zu gehen. Also wirklich, dann hätte ich die 8 Männer und Frauen da nicht verlieren müssen. Dann hätte ich auch sagen können, wir laufen da zu 5 rein und lassen uns von 100 Leuten abstechen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Dann nehmen Sie wirklich. Doch mit. Ja, gut. Also machen wir uns bereit und wenn wir unsere Truppen gesammelt haben, inklusive der Torwaler und der Verkina, und wir bereit sind, dem Malma Eisennägel durch seine Tarsalglieder. Was bitte? Es heißt Tarsalglieder. Letzten Teile von so einem Fuß eines Malmas, das sind die Tarsalglieder. Wieso wisst ihr das? Ich bin gebildet. Oh, das ist ein Punkt. Ich stelle mir die Füße ein wenig bei einer Spinne vor oder bei einem Krebs. Aber ihr macht genau. Das schon. Wenn ihr sogar wisst, wie sie heißen, dann werdet ihr eurem Elementar bestimmt genau sagen können, was zu tun ist. Ja, also, dann macht der Elementar das. Gut, und wenn wir alle beisammen haben, können wir sehen, ob wir diese vermeintlichen Effort-Geweihten noch erwischen. Und wenn dann schon der Kampf losbricht, dann ist das eben so. Ja, klingt gut für mich. Dann haben wir einen Plan.
Nun, dann am besten Wachen aufstellen und wir sollten die restliche Zeit nutzen, um zu schlafen. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne noch einen Zauber in meinen Stab sprechen. Das ist, glaube ich, an der Stelle ganz sinnvoll, wenn wir auf einen Kampf zu gehen. Okay, da kann ich euch leider nicht helfen. Dann, ich lasse euch schon mal wieder alleine, dann danke für eure Gesellschaft. Er spricht mit Stierkopf-Schamane. Ja, wegen seiner Mutter, hattet ihr gesagt, ne? Ja, eine Geschichte, oh, ihr werdet euch gar nicht einkriegen, wo sie sich das Ohr abgeschnitten hat, oder musste ich so lachen? Wieso immer Ohren? Naja, man hat zwei und braucht eigentlich keins davon. Das ist einleuchtend. Wertet es aber das Opfer nicht ab, Rafim, wenn man es nicht wirklich brauchte? Naja, es geht ihnen nicht um das Opfer, sondern um den Schmerz. Also, wenn ihr möchtet, schneiden die euch auch nur in den Rücken. Oder ja, in den Fuß. Ich höre mal die Geschichte an. Ich bin mir sicher, ihr wisst schon, was am meisten wehtut. Oder sie ziehen euch jedes einzelne Haar raus. Das tut auch sehr weh. Aber es hinterlässt fast keine Narben. Oh ja, Turzak hat sich fast den halben Rücken mal enthäuten lassen. Das ist ein Bild, das solltet ihr euch mal anschauen. Alles neu zugewachsen. Ich gehe jetzt übrigens mal Wachen aufstellen. Ihr könnt euch ja schon mal schlafen legen. Ja. Ich werde noch ein paar Worte an Perine richten. Sie hat uns beim letzten Mal beigestanden. Vielleicht kann sie auch diesmal etwas für uns tun, auch wenn das nicht ganz ihr Metier ist diesmal. So könnt ihr Wachen aufstellen, euch nächtigen bzw. noch einige Gebete vorher sprechen an eure jeweils zuträgliche Gottheit. Irgendetwas Besonderes, was ihr noch machen möchtet. Wir fangen einfach mal mit Boltax an. Du möchtest einen Zauber in deinen Stab sprechen. Genau. Welchen? Ich würde gerne einen Zwingtanz reinsprechen. Ich würde ihn gegen eine NR von 11 sprechen. Ich würde gerne noch 2 Punkte erzwingen, also dass er eine NR von 13 überwinden kann. Ja, okay, weil 11 hätte ich jetzt ein bisschen willkürlich gefunden. Okay. Ja, klappt nicht. Gut. Dann verlierst du die Hälfte der ASP, den du für Zwingtanz brauchst. Wie viel ist das? Das sind 7, also insgesamt 4 ASP, die ich verliere. Okay, kein Schicksalspunkt für die 20? Nö, an dieser Stelle noch nicht. Gut, brauchen wir vielleicht später noch. Ich würde ebenfalls einen Zauber einsprechen in den Zauberspeicher, und zwar ein Aurus Nasus mit einer bestimmten Aussehen eines zuckenden Fells aus Tentakeln und Eulern. Ja, ich brauche nur die Komponente erstmal. Du kannst dann sagen, soll es eine Sicht sein, soll es ein Geruch sein, also welche Sinne sollen angesprochen werden? Es sind bewegliche Bilder. Bewegliche Bilder? Sicht. Nur Sicht, also kein Geräusch? Nein. Gut. Es ist die Probe plus 2 für den Zauberspeicher, plus 7 für bewegliche Bilder, minus 4 für Zeitlassen, ist eine plus 5 Probe. Dann möchte Boltax sein Glück versuchen und noch einen Zauber einsprechen? Nein. Okay. Genau. Möchtest du vielleicht den Zwingtanz nochmal versuchen? Du kannst ja in Ruhe 5 Minuten warten. Ja, stimmt. Das ist richtig. Genau, also du bist ja die ganze Nacht dann irgendwie dabei. Du wirst auch mitbekommen haben, dass das nicht geklappt hat. Und du hast alle Zeit der Welt, zumindest jetzt gerade. Also wenn du 5 Minuten wartest, um die Matrix wieder zu harmonisieren, dann wäre es möglich. Stimmt, dann mache ich das nochmal. Gut. Gleiche Modifikation, plus 13. 2 aus der Zwing, und damit ist es besser. Das ist zwar die Hälfte der ASP verloren und einmal die ganzen, aber du kannst über die Nacht regenerieren. Möchte Abel mir etwas machen? Der hat schon, möchte Diamantis etwas machen. Ja, Diamantis verzweifelt ein wenig daran, ein Bild von den Eindrücken, die er im Hafen bekommen hat, einen kurzen Besuch mit Yalan dort zu zeichnen, eine ungefähre Karte, damit er sich selbst einen Plan machen kann. Würfel mal Kartografie, oder worauf möchtest du eine Klugheit würfeln, oder was hattest du vor? Nö, eigentlich nicht. Orientierung. Kann gerne mal ein Zeichen würfeln. Orientierung, finde ich gut, und Gassen würden zählen. Du bist zwar sehr schnell wieder zurückgelaufen, aber Orientierung ist drin. Nope. So 2 Punkte, das ist jetzt nicht großartig. Ja, also du wusstest, dass die beiden Effort-Tempel nebeneinander liegen und noch nicht zusammengewachsen sind. Andere Gebäude kannst du dir aber nicht gemerkt haben. Also es gab daneben wohl noch anderes, aber was das genau war, weißt du nicht mehr. Kannst du dich mit ihm zusammensetzen? Möchte Yalan eine Orientierung würfeln? Yalan war ja auch am Hafen. Ja, warum nicht? Gassen zählt.
Warum nicht? Orientieren ist seltsamerweise ein Naturtalent. Weil es normalerweise in der Natur benutzt wird und nicht in der Stadt. Ach, jetzt geht's das schon wieder los. Hallo. Auf dem schnellen Rückweg ist dir noch etwas aufgefallen, und zwar lag wohl neben den beiden Effert-Tempel eine Schenke Effert-Glück. Das ist eine sehr heruntergeramschte, kleine Schenke, aber auch dort gäbe es vielleicht einige Fischer, die man noch ansprechen könnte. Ob man das wagen mag oder ob das ein zu großes Risiko ist, ist natürlich dir überlassen. Aber dir ist es zumindest aufgefallen. Ich teile diese Beobachtung so mit Diamantes. Erinnerst du dich noch an die, diese Kneipe, an der wir vorbeigekommen sind? Die sah zumindest leicht besucht aus. Da, wo es so unfassbar rausgerochen hat. Eben jene. Ja. Als würde ich noch vor ihr stehen. Wenn sonst nichts anderes, lässt sich da vielleicht mit ein paar Bieren jemand zum Reden überwegen. Wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob wir mit jenem Pack, was sich dort unten abgibt, wirklich sprechen wollen oder ob es uns weiterbringt. Nun, schaden kann's nicht. Im schlimmsten aller Fälle bekommt Rafi eine zünftige Kneipenschlägerei und wir gehen die dann. Gut, das Risiko ist nicht groß, also könnten wir es eingehen. Zeichnet es ein. Hier war das, richtig? In der Straße. Ich glaube ja. Nein, wartet eins drüber, dort. Gut. Ja, Zulamin kann ihr Gebet in Richtung Pereine richten, nochmal die Vorkommnisse aus Ilsur und anderen Städten hervorrufen und dann die Verhandlung beginnen mit der Pereine-Geweihten, beziehungsweise vor allem mit Olim, der euch, wenn du ihn, wenn du sie fragst, auch einen Karren mit viel Stroh zusichert. 50 Dukaten, nicht unbedingt für das Stroh, aber vor allem für den Wagen. Und damit könntet ihr am nächsten Morgen dann starten. Das würden sie euch dann in der Nacht fertig machen. Auf was muss ich würfeln, um zu wissen, wie viel ein Wagen voll Stroh normalerweise wert wäre? Feilschen? Oder Fahrzeuge lenken? Das ist doch eher Handel. Ich nehme Fahrzeuge lenken. Handel, ja, klar. Also ich leite ab, genau, ich habe Handel nicht. Du hast Handel nicht? Handel ist ein Handwerk? Also Spezialisierung, ja. Streitwagen lasse ich nicht zählen. Du hast recht. Sorry, weil du keinen Ferrari abends kaufen willst. Ja, du hast recht. Du hast recht. Rechne die Rüstung. Ich klicke immer automatisch auf Spezialwagen. Wir haben erst einen Wagen gekauft. Ich erinnere mich nicht an den Preis, aber es könnte sich jemand von uns erinnern. Ja, nicht also Jahrland, ihr habt vor kurzem erst in Richtung Ilsur, von Ilsur in Richtung Xerans Herlager, hattet ihr einen Wagen gekauft und ja, das Teure ist halt der Wagen. Vor allem, wenn ihr den anzünden wollt. Und den nicht das Obst oder beziehungsweise dann das Stroh dann haben wollt. Also das Stroh an sich ist nicht so teuer, aber der Wagen. Ja, okay. Ich wollte nur wissen, ob er hier trotzdem versucht, uns abzuziehen. Nö. Also das sind leicht überhöhte Preise, so würde ich sagen 10%. Aber im Rahmen von der besonderen, vom besonderen Verhältnis von Janka ist das zwar etwas teuer, aber nicht überzogen. Okay, also fairer Tausch. Also, wenn ihr den Wagen unbeschadet auch wieder zurückbringt, dann kriegt ihr da sicherlich wieder Geld raus. Keine Frage, aber ihr wollt das halt anzünden, also 50 Dukaten. Ja, alles gut. Ja. Vielleicht ist das aus Steineiche. Natürlich. Ich wusste noch nicht, wie viel Wagen ein der Saar kostet, weil... Ja, wer weiß das schon. Richtig. Gut. Rafim, möchtest du noch etwas tun, außer Wachen aufstellen? Das ist euch natürlich, das wird euch natürlich gelingen. Das sind deine Trollzacker. Und du musst selber keine Wache halten, denn du hast genug Leute dafür. Im Prinzip nicht. Ich würde nur noch mal Stierkopf-Schamane schon mal Bescheid sagen, dass es entweder morgen oder übermorgen losgeht und er die Männer bereit machen soll. Alles klar, König. Ich habe bereits mit Trak gesprochen und wir werden ein oder anderen Ritual benutzen. Okay. Oh, sehr vernünftig. Was ist mit dem Schochsul? Soll er mitmachen? Na, der bereitet selber gerade Rituale vor. So wie ich das verstehe, ruft er wohl ein... irgendwie so ein Elementar-Ding. Doriforos, ja? Ja, richtig. Und dann kämpft das irgendwie. Ich weiß ehrlich so gesagt nicht genau, wie das funktioniert. Aber in der Vergangenheit war das immer sehr nützlich. Okay, ich werde Schomas Kraft anrufen, wenn wir bereit sind. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber unsere Rorschachs werden
Blut bringen. Für Schmerz verursachen. Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Und passt auf, dass wir von diesen Bauern hier nicht nachts überfallen werden. Ich will keinen guten Mann oder eine gute Frau an die verlieren. Wir werden nicht gegen Bauern fallen. Wachen sind aufgestellt, Bruder. Na, wunderbar. So. Und dann wollte ich noch fragen, mit was regenerieren wir hier? Im reinen Tempel würde ich sagen, mach komm, plus eins. Ah, danke schön. Aber kommt mal rein, ne? Ihr könnt alle mit einer plus eins regenerieren, entweder ASP oder natürlich auch Lebenspunkte, wenn ihr das braucht. Und Karma ganz normal, ein Punkt. Ja, aber da ist noch was zu tun. Ja. Ich war, bist du allen durch? Ich meine, es klang gerade so, als würden wir jetzt weitersprechen, wenn wir schon über Regeneration sprechen. Ich würde gerne nicht im Tempel, sondern direkt vor dem Tempel auf Sumos Boden schlafen, weil das einfach angenehmer für mich ist. Also ja. Reine Tempel wird ja einen ordentlichen Garten haben. Ja, genau. Also wie gesagt, wenn du dich ja ganz draußen auf die Felder legst, dann würde ich dir eine minus 2 geben. Aber im Rahmen deiner Verbundenheit mit Sumu und dem Kuppeltempel würde ich dir sagen, legst dich einfach irgendwo in den Garten rein, neben die Bäume, in die Bäume und dann kannst du da übernachten. Okay. So kalt ist es dann im Praios ja auch nicht. Also das geht schon. Dann triffst du am Abend vielleicht noch Zulamin, die nochmal nach ihrem Pferd schaut. Und die Stute knuddelt und sagt: Ach, Janam, die dachten wirklich, du wärst ein Schadifrit. Geschichten erzählen hier. Was ist denn ein Schadifrit? Ein Halbdämon aus einem Pferd und einem Pferdedämon. Es sind grausame Geschöpfe mit blutroten Hörnern. Und ja, sie kommen auf die Welt, indem man eine gewöhnliche Stute von einem Dämon besteigen lässt. Und sie töten ihre Mutter bei der Geburt. Es gibt leider immer noch einige hier draußen. Das ist in der Tat nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ich dachte... Ich hatte selbst erst den Gedanken, es könnte ein Schadifrit sein, als Jera uns von diesem Pferd erzählte. Aber sie ist das genaue Gegenteil. Es ist bitter, dass sie sich hier draußen solche Geschichten erzählen. Naja, ich bin nur froh, dass du sie zureiten konntest. Ansonsten hätte ich sie zwingen müssen. Ich weiß, ihr habt eine gewisse Macht über die Tiere. Ja. Aber wir haben uns ja zusammengerauft. Ich bin auch sehr zufrieden. Das ist ein viel zu schönes Tier, um, naja, so viel Kontrolle ausüben zu müssen. Sie ist... Sie spielt gerne. Sie gibt sich nicht einfach so her. Ich verstehe. Nun, dann habt ihr, glaube ich, ein gutes Tier gefunden. Ich denke auch. Ich bin mir nur nicht sicher, was ich jetzt mit ihr anfangen soll. Ich denke, ihr zuliebe wäre es am besten, sie hier zu lassen, oder? Ich würde sie nicht hier in der Stadt lassen. Das würde ich niemandem zuliebe tun. Nein, ich meine hier draußen beim Tempel, wenn wir morgen schon in die Schlacht ziehen. Da habt ihr wohl recht. Am Hafen wird sie nicht viel ausrichten können. Nein, vermutlich nicht. Ich denke, für die Verkina wäre sie ein gewisses Symbol. Aber mir täte es leid, wenn sie verletzt würde oder sogar getötet. Ich denke, es ist wirklich am besten, sie hier zu lassen. Das wird auch eure Göttin freuen. Nun, dann schlaf gut, Boltax. Ja, du auch. Auf dass wir morgen einen schönen und erfolgreichen Tag haben. Auf dass wir aus Janka wieder einen Ort machen, an dem man es aushalten kann. 4 Stunden später. Der Mond steht am Himmel und sein silbriges Licht wird durch den Nebel in Janka hart gedämpft. Das laute Schnarchen von Rafim dröhnt durch den Tempel und einige Wachen, die ein bisschen eingenickt sind, aber so positioniert sind, dass sie von den Obstbauern nicht zu befürchten haben. Yalan erhebt sich. Yalan macht sich auf den Weg. Einen winzig kleinen Dienst an einer seiner beiden Schussgötter zu verrichten und Gedolin bestellen.
Ja, Olim selber nächtigt nicht im Perine-Tempel. Es gibt aber wohl kurz neben dem Garten ein etwas größeres Gutshaus, was vor allem in den letzten Jahren stark ausgebaut worden ist, wie du an den zahlreichen Aufbauten erkennen kannst oder den Nebenbauten. Du hast nicht selber nachgefragt, wo Olim wohnt, aber das wird wohl höchstwahrscheinlich sein Gebäude sein. Eine große verschlossene Tür aus Holz, die dich erwartet. Ja. Ich denke, dies ist der Moment, um einfach das Schloss zu knacken. Wir sind ein Bauerndorf vor Janka, das wird nicht allzu schwierig sein. Ja, es ist kein zwergisches Meisterschloss, ich gebe dir eine plus 3. Plus 3, noch Schlösser knacken. Okay, sehen wir uns das an. Möchte ich dies schiffen? Ja, du hast immer noch Probleme mit deiner einen Hand, die dir fehlt, und mit deiner zweiten wäre es sicherlich besser. Auch wenn du so ein bisschen versuchst, in die Zähne zu nehmen, aber es klickt wohl immer wieder. Wohl, du hast es gar nicht getestet. Es war wohl gerade eben geöffnet. Er hat ja gar nicht abgesperrt, denn jetzt hast du es gerade mit deinem Klicken zufallen lassen. Ich möchte es schippen. Also ich stehe da noch mal eine Minute rum, friemel ein wenig daran herum und bekomme dann die richtige innere Richtung raus. Warum auch immer ein Janka die Schlösser links drehen? Das muss mir jemand erklären. Ja, nur die Götter wissen warum. Und mit einem weiteren zufriedenen Klicken kannst du das... es gibt zumindest keinen Riegel, der von denen vorgelegt wurde. Aber gut, Schloss hält dich nicht auf. Und du kannst dann den Zahnstocher wieder aus dem Schloss hervorholen. Ich schleiche dann ein wenig durch. Es ist ein normales einstöckiges Bauernhaus, nehme ich an. Nichts irgendwas Extravagantes. Also es gibt noch einen oberen zweiten Stock, beziehungsweise einen ersten Stock, aber das ist wohl eher dann nur für Heu und wird nicht zum Bewohnen genutzt. Und du kannst dich ein bisschen umsehen, unter dir knarren so ein bisschen die Dielen. Du müsstest mal bitte Schleichenprobe würfeln. Olim selber hat nichts zu befürchten. Er schläft, ist eine minus 7, aber die Dielen, der Boden gibt dir eine plus 4. Bist du entweder dann, also plus minus bei einer minus 3. 3. Das, ja. Das ist gar nicht mal so gut. Du hast keine Rüstung an, aber. Ich habe tatsächlich Rüstung. Also nein, habe ich nicht. Also es ist welche eingetragen, aber ich habe B0, aber nein, ich habe keine an. Das wäre wild. Keine Rüstung an. Du kannst auf deine Intuition wohl gar nicht so sehr vertrauen. Und du schleichst durch das Gebäude, plötzlich, du wärst fast gegen sein Bett gestoßen. Was mitten im Raum steht, nicht weiter abgetrennt. Ich rudere ein wenig mit dem rechten Arm, um eine Balance zu finden, die eigentlich da sein sollte, weil die irgendwie nicht da war. Also mit dem, was im rechten Arm darüber ist. Stehe dann über ihm, betrachte ihn kurz. Ja, ich nehme mal an, er hat seinen Schmuck nicht mit ins Bett genommen. Also du siehst, dass er Ohrringe wohl trägt auf beiden Seiten. Er hat wohl auch einige Ringe, die liegen aber auf dem Nachttisch. Also die hat er abgelegt, nur seine Ohrringe noch. Und ein Amulett, was er wohl noch trägt von Pereine. Das ist auch nicht aus Holz geschnitzt, sondern wohl aus Silber. Das ihm da so ein bisschen um den Hals noch rumliegt. Aber die Ringe liegen ganz offen auf dem Nachttisch rum. Ich bin nicht goldgierig, ich habe keine sonstigen. Will Arroganz hier ziehen? Nein, oder? Doch, Arroganz, klar. Arroganz. Du bist vielleicht nicht der beste Fexensdiener, vor allem weil du noch neu bist, aber. Ich würfel mal Arroganz. Es ist Arroganz, klar. Es ist geschafft, gut. Das Amulett würde ich nicht anfassen. Das wäre, auch wenn es nicht zu meinen Göttern gehört, das wäre unanständig. Ja. Aber ich versuche ihm die Ohrringe ganz vorsichtig. Geht das? Ich habe nur eine Hand. Mit den Zehen geht das. Mit den Zehen, okay, mit den Zehen geht das. Mit den Zehen und den Fingern, das geht. Das klingt wie eine Probe auf Taschendiebstahl. Das ist Taschendiebstahl. Das ist Taschendiebstahl. Die Ringe vom Nachttisch klauen, das ist kein Fexensopfer. Ihm jetzt mit den Zehen und den beiden verbliebenen Fingern dann die Ohrringe von dem Ohr zu klauen, das ist die Herausforderung, die Fex sehen will. Okay. Ich erschwere es dir um 3 Punkte. Flüstere leise, Fex, hilf mir und wirke einen Glückssegen. Ob der dir hilft. Mirakel wäre, glaube ich, besser. Mirakel gibt mehr Punkte, ja, aber Mirakel kostet auch mehr Karma. Ja, ein kleines Lichtstrahl vom Mond verirrt sich silbrig auf sein Ohrläppchen. Okay, dann los geht's. Bitte, wo ist es denn? Taschendiebstahl hier. Sie erschweren uns noch nicht drin. Mir fehlt genau ein Punkt. Ich werde die 17 neu würfeln. Genau, 3 Punkte Erschwernis. Oh, 18!
Oh Gott. Das ist die Fingerfertigkeit. Das ist die Fingerfertigkeit. Ja, Es ist schwer, fingerfertig zu sein, wenn man nur einen Namen hat. Ja, willst du den Schicksalspunkt benutzen? Ich hatte den Schicksalspunkt schon benutzt. Hast du ihn schon benutzt? Alles klar. Dann hilft dir an dieser Stelle auch nicht mehr Fex. Du siehst, wie sich das Auge von ihm öffnet und er sich erst einmal nicht bewegt. Er flach atmet und versucht so zu tun, als ob er weiter schläft. Wie gut kann man sehen in diesem Raum? Würde er mich erkennen? Also mit einer Sinn, wenn er seine Augen aufmacht und mit einer Sinnschärfe plus 5. Sinnschärfe kommt gegen Schleichen, plus 7. Plus Schleichen, nee, jetzt wird nicht mehr geschlichen. Jetzt wird höchstens sich versteckt. Also er hat seine Augen noch nicht geöffnet. Du kannst jetzt versuchen, so langsam wie möglich wieder zurück. Oder du kannst laufen. Ich lass mich kurz mal an sich verstecken. Ja, raus. Noch hat er seine Augen nicht geöffnet. Habe ich einen der Ohrringe? Ich habe die Probe nur knapp versagt. Sagen wir, ich habe einen der Ohrringe? Du hast einen der Ohrringe, na gut. Okay. Aber er ist wach. Komm, probe mal nochmal Arroganz. Du kannst deinen Kopf langsam drehen. Der zweite Ohrring muss, also du weißt, dass er wach ist und er hat seine Augen noch, er tut so, als ob er schläft. Aber Fex verlangt von dir, das ist die wahre Fexensprüfung, entweder zu überreden oder ihm den zweiten Ohrring noch, du musst weitermachen. Ich kann ihn einfach niederschlagen. Das wäre aber nicht fexensgefährlich. Es ist wahr. Ich hab Schlafgift! 3. Ich. 2. Gestehst du mir zu, dass ich vermutlich auf meinem Kurzschwert das Schlafgift aufgetragen habe? Nicht hier für eine Vorbereitung, sondern auf die Vorbereitung, Janka. Auf deinem Kurzschwert? Das hast du ja noch nie benutzt, ne? Manchmal, ab und zu. Also nicht in letzter Zeit. Würfel mal ein Plus oder Minus. Okay. Neutral. Nee, hast du nicht aufgetragen? Also, es ist kein Minus. Ja, Minus wäre, du hast irgendwas aufgetragen und du weißt nicht mehr, was es war. Das ist ziemlich übel. Du hast es nicht aufgetragen. 2. Okay. Dann 1. Gehe ich. Nein, ich kann nicht gehen. Ich habe auch ganz gewürfelt, also versuche ich den zweiten Ohrring von dir runterzukriegen. Tja, wie machst du das jetzt? Drehst du seinen Kopf? Ah. Oder lehnst du dich jetzt über ihn rüber? Ich habe keine Idee. Ich würde gehen. Ich sehe nicht, wie das vernünftig geht. Okay. Er macht seine Augen auf und guckt dich an. Hilfe! Hilfe! Er stößt dich weg. Er macht einen Raufenangriff und versucht dich erstmal loszuwerden. Ich habe relativ spät gewürfelt, aber darf ich mein Glück für seine Probe einsetzen? Nein. Okay. Gut, das schlage ich ihn nieder. Okay. Er hat gerade schon den Raufenangriff gewürfelt und du kannst erstmal eine Raufparade machen. Sonst würde dich also. Er hat deinen Angriff doch nicht geschafft. 14? Warte, da unten 14, sorry, war irgendwie bei dem Dings. Nee, 14. Kann. Also, es sind einfach nur wegstoßen. Er will einfach nur Luft jetzt haben. Ja, komm, Raufenparade, das werden wir wohl schaffen. Ich schaffe mir in der Tat nicht. Du bist wohl gegen den aufgerollten Teppich gestoßen, taumelst zurück, kennst dich in dem Haus noch nicht aus. Hast ja eben auch deine Schleichenprobe intuitiv nicht richtig so geschafft und fällst auf den Rücken. Er versucht aufzuspringen und will an dir vorbei durch die Tür. Rosti, höre ich die Hilferufe? Ja, durchgedämpft, aber ja. Ja, dann wache ich erstmal auf und greife meinen Stab. Ja, nichts um dich herum, alles ist ruhig.